Servus, hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf meinem Kanal. Ich bin der Barbie Plattfuß und das ist mal wieder ein Vlog. Ich wurde von einem meiner Zuschauer angeschrieben, beziehungsweise mehreren sogar. Ihr sollt doch mal des Öfteren einfach mit so Labo-Videos mit euch machen und einfach mal so ein bisschen aus meinem Leben erzählen, was mir so alles passiert ist, was ich so alles mache. Und einfach mal wieder ein Vlog setzen. Und am besten wollten sie haben gesagt, oh, ist ja cool, dass du das so unterwegs wärst, so ein Urlaubs-Vlog oder so. Und da musste ich erstmal ein bisschen ablocken, so nach dem Motto, das wird ein bisschen schwer, ein Urlaubsvlog würde ich sehr, sehr gern machen. Mir fehlt gerade einfach nur das kleine Geld dazu. Unter anderem, wenn ihr mein letztes Video gesehen habt, wisst ihr warum? Ich habe mir nämlich eine neue Soundanlage gekauft. Welche und wie und was? Schaut das andere Video an, ich möchte nicht alles erzählen. Es ist auf jeden Fall eine geile Soundbar, guckt es euch an. Aber das größere andere Problem ist einfach, ich habe jetzt ein Kind, ich kann ja noch nicht einfach so wieder einen coolen Urlaub machen, sei es in Thailand oder was weiß ich wo. Ich muss jetzt auf meine Tochter achten, bedeutet, ich muss auch meine Tochter mitnehmen. Bedeutet auch, ich muss dann dementsprechend einen Urlaub planen, wo meine Tochter und so mitnehmen könnte. Und deswegen ist es jetzt etwas schwieriger, ich sag mal, spontan einen Urlaubs-Vlog zu machen, ja, in dem Sinne. Deswegen einfach hier wieder von mir, von zu Hause, einen ganz normalen Vlog. Ja, wo fange ich denn an mit? Was gibt's Neues? Meinen letzten Vlog gab es ja kurz vor Weihnachten. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Es ist natürlich einiges passiert wie immer im Leben. Fangen wir doch mal damit an. Gleich am Anfang von Januar hatten wir hier bei mir den V-Pin-Stammtisch. Da habe ich ein Video hochgeladen. War richtig, richtig geil. Wir waren ja fast 20 Mann bei mir in der Bude. Ihr kennt vielleicht meine Bude aus dem Video, so riesig ist sie auch nicht. War aber richtig, richtig geil. Ihr hattet ja hier meinen Flipper stehen. Dann hinten auf dem Tisch stand ein Mini-Flipper, auf meiner Bar stand noch ein Bud Spencer Arcade-Automaten. Voll geil, das kam richtig, richtig gut an. War ein hammergeiler Abend. Wir haben gespielt, wir haben es erklärt. War saugeil. Dann waren wir im Lamm, hier im Brauhaus. Und haben uns, ja, wie man halt im Brauhaus so ist, etwas mehr getrunken. Und sind dann wieder hierher und haben dann weiter gespielt, haben dann noch so ein Turnier gespielt, live auf Twitch. Ey, war der Burner. Wer so passt hat, ist halt selber schuld, ich hätte zugucken müssen. Es war richtig, richtig lustig. Meine Kumpels, zum Teil der Kai aus, ich mach's wieder falsch, ich glaube, war Wiesbaden, ich kann es mir nie merken, war da, war richtig cool. Dann Sven, Thomas, wie sie alle heißen, es waren noch viele Fremde da aus dem Forum halt. War richtig, richtig cool. Wir hatten einen geilen Abend, schreit nach Wiederholungsbedarf. Der nächste Stammtisch, für diejenigen, die es interessiert, wird es dann sein beim Kai. Ihr dürft gerne dann reingucken mal ins Flippermarkt-Forum, da hat es da angekündigt, da könnt ihr euch bei ihm anmelden. Ja, wie ging es dann weiter? An dem Abend ist mir natürlich auch mein Flipper verreckt, nämlich mir ist ein Netzteil durchgebrannt, wie es natürlich so will, und hat was gesponnen und. Richtig doof, auf jeden Fall muss ich jetzt ein neues Ersatzteil, habe ich mir jetzt bestellt, das wird es dann kommen und dann einbauen. Wie es halt so ist, ein Netzteil kann abrauchen, das passiert. Aber sonst nichts weiteres passiert. Ich sag mal ein kurzes, billiges Ersatzteil. Ja, wenn wir gerade schon beim Thema Flippers sind, auch wenn es viele wieder nervt, ich wurde wieder von einigen meiner Zuschauer gefragt, könnte ich denn nicht nochmal mehr meine Flipper zeigen, auch vor allem die ganzen Blinkelichter und was Klack-Klack macht und wie, wo, was das alles ist. Dem Wunsch werde ich nachkommen, sobald ich Zeit habe. Da müsst ihr etwas geduldiger sein. Wie gesagt, aufgrund meiner Tochter, wenn die hier im Haus ist, ich habe jetzt gerade mal eine Stunde Ruhe, deswegen kann ich auch mal ein Video aufnehmen. Wenn meine Tochter im Haus ist, ist es eher nicht so geschickt, ein Video aufzunehmen, da meine Tochter doch ein sehr lautes Organ hat und es meint, Video aufnehmen und Papa ist nicht, sondern Papa muss nach mir gucken, was ich auch sehr gern mache, ist ja klar. Aber das könnte dann dauern. Aber ich werde dann für euch sehr gerne ein Video machen, wo ich dann gerne mal drauf eingehe, was für ein Toy macht was, was ist Klacken, Sell jenes, erkläre ich dann gerne nochmal in einem Video für euch. Ja, dann gehen wir weiter, Thema Flipper, ja, da hatte ich dann, das war jetzt diese Woche erst, da haben mich dann im Forum jemand dumm angemacht, nach dem Motto, ich würde ja bloß Leuten helfen, die beim V-Pin-Shop einkaufen, und da habe ich gesagt, das stimmt doch gar nicht, ich habe bisher jedem immer geholfen, sei es mit meinem FAQ-Video oder FAQ schriftlich oder sogar per Teamview oder noch mehr. Und dann kam dann der Nächste und hat es behauptet, und der Nächste, wo es behauptet, es waren dann insgesamt drei Leute, die es behauptet haben, dann bin ich mit der Kragen geplatzt. Und dann habe ich dann im Forum reingeschrieben, also ihr könnt mich jetzt mal alle grundsätzlich am Arsch lecken, das ist mein Hobby, meine Freizeit, ich kriege dafür kein Geld. Wenn jemand von mir Hilfe möchte, dann soll er das auch zahlen, und zahlen in dem Sinne, schickt meiner Frau einen Blumenstrauß über Fleurop oder Blumenfee oder wie sie alle heißen, ja, oder tanzt nackt durch den Wald.de, wie auch immer, schickt meiner Frau einen Strauß Blumen.
Und dann helfe ich euch sehr gerne über TeamViewer, dann mache ich das auch. Ansonsten helfe ich euch nicht mehr, schicke euch gnadenlos mein Video wenn, oder mein schriftliches FAQ. Wenn euch das nicht hilft, habt ihr einfach Pech gehabt. Es tut mir leid, mein Privatleben ist mir einfach wichtiger als dann euers, sage ich mal. Ich kenne euch zum Teil einfach nicht, ich kenne euch bloß übers Forum. Es tut mir leid, wenn ihr nicht lesen könnt, nicht wollt, kein Thema, dann erkläre ich es euch, sage euch sogar die Stelle, wo ihr lesen müsst. Wenn ihr es nicht könnt, wollt, dann müsst ihr meiner Frau einen Blumenstrauß schicken. Weil die Zeit, die ich bin, mit euch verbringe, die fehlt meiner Tochter, meiner Frau mit mir. Daher ein Blumenstrauß könnte das Mindeste dann sein. Da wurde ich dann auch schon wieder von danach, als ich das dann öffentlich geschrieben habe, dumm angemacht von ein paar, sondern, oh, wie kannst du das verlangen? Bist du noch eine Community und ein Forum und Freunde? Und ja, ich so, ja, schön. Dann habe ich dann tatsächlich argumentiert, ich so, ich weiß nicht, was ihr auf Arbeit verdient die Stunde. Wenn ich einen Stundenlohn verlange als normaler Handwerker, ja, das sind im Schnitt. Je nachdem, 60 bis 80 Euro. Ein Kfz-Handwerker, Mechaniker kostet mich ca. 80 Euro die Stunde. Und jetzt kommt Oberhammer, ein Computer-IT-Mensch kostet im Schnitt 150 Euro die Stunde. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ihr jetzt meine Frau einen Blumenstrauß schicken wollt, dann mache ich ein Nebengewerbe an, melde ich an, ist kein Thema. Und jeder, der dem ich helfen soll, der soll mir dann 150 Euro die Stunde und ich rechne mindestens eine Stunde ab, helfen und dann passt es. Ja, total doof, du bist voll das Arsch geworden. Sage ich, ja, aber ich kann euch nicht mehr wie eine an die Hand führen mit Anleitung, die euch von A bis Z durchlangt. Ja, es tut mir leid, wenn euch das nicht hilft. Und ihr seid dann gewillt, für 10 Euro einen Blumenstrauß meiner Frau zu kaufen. Sorry, dann braucht ihr meine Hilfe nicht. Ja, dann seid ihr bei mir falsch. Jetzt habe ich auf das Ding gehauen und die Kamera jetzt gerade bewegt. Habt ihr das gesehen? Naja, wie immer. Wie Roboterkamera. So eine Verfolgerkamera, das wäre auch geil. Ja. Kommen wir zum nächsten Thema. Ich war bei Besuch beim Killer Dani mal wieder. Richtig, richtig geil. Wer einen Killer Dani nicht kennt, auch ein YouTuber, ich verlinke ihn einfach mal unten hier in der Videobeschreibung. Mittlerweile ein sehr, sehr guter Freund von mir. Und wir waren zusammen essen. In dem wahrscheinlich coolsten Burger-Restaurant überhaupt. Das heißt Catch My Beef. Alter, ich blende euch jetzt hier einfach mal die Videos ein. Die sprechen für sich. Der Laden ist ziemlich, na, ich sag mal, unauffällig gelegen in Schwäbisch Münd. Direkt neben so einem Einkaufszentrum. Wenn man es nicht weiß, dann muss man so vielleicht so 50 Meter weiterlaufen. Und dann klopft man da rein und dann kann man sich seinen Burger selber bestellen, wie man möchte. Also alles, wie man möchte. Ich habe dann, also mein bestellt war mit einem Laugenbun, also Laugenbrötchen. Dann kam Pulled Pork. Dann kam ein Juicy Lucy Burger. Das ist also Rindfleisch gefüllt mit Käse, mit Camembert und Mozzarella. Dann wieder Rindfleisch. Dann kam Cheddar. Dann kam Pulled Pork. Hab ich den? Dann kam Pulled Rind. Dann kam Bacon. Dann kam Beef Bacon. Dann kam Käse. Dann kam, ich glaube, Zwiebeln, Jalapenos, Barbecue-Soße und nochmal irgendwas. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, das war mein Burger. Das war so ein Trümmerburger. Und ich war schon voll happy mit Süßkartoffelpommes. Und war fucking geil. Das war so ein geiler Burger. Und dann kam der Dani, ja. Der hat diesen größten Burger von allen. Ich blind, ihr seht es jetzt. Das war gefühlt so ein Turm, ja. Gefühlt. Das war aber echt. Dani hat es nicht geschafft zu essen. Ich habe mein gerade so gepackt. Das war aber echt Grenze. Mehr ging nicht. Und der Dani isst so und isst. Der hat fast eine halbe Stunde an diesem Burger rumgegessen. Es war ein Trümmer, aber lecker. Obwohl es eine Riesenportion war. Das Ding war super vom Geschmack. Also wenn ihr mal in Schwäbisch Münd seid, Catch My Beef, super, super Laden. Kann man absolut empfehlen. Preislich, was habe ich jetzt gezahlt? Ich glaube, für meine Frau und mich jeweils Burger mit Pommes und eine Cola dazu. Ich glaube 25 Euro. Das war Pillepalle. Das gebe ich beim irgendeiner anderen Fastfood-Kette wie McDonald's Burger King auch aus, damit ich satt bin. Aber es war spitze. Es war frisch zubereitet. Das war super gemacht. Man konnte den Koch sogar auf die Finger gucken. Mega geile Dinger. Also echt, auch das Ambiente so rustikal, amerikanisches, Diner-mäßig eingerichtet. Mega, mega geil. Absolut zu empfehlen. Wenn ihr mal hier seid in der Gegend in Schwäbisch Münd, geht in diesen Burgerladen. So, dann kommen wir zum nächsten. Ich wurde wieder gefragt, hey Bambi, was zockst du denn gerade? Und im Moment zocke ich gerade Hidden Agenda auf der PS4. Leider alleine, da ich gerade im Moment keinen Mitspieler habe, das macht, aber ich habe gehört, das soll eine geile Story haben. Deswegen spiele ich gerade Hidden Agenda auf der PS4. Des Weiteren habe ich mir besorgt für die Switch Dead Cells. Das wurden mir empfohlen nach dem Motto, du stehst auf schwere Spiele, guck dir es mal an. Für mich ein absoluter Fehlkauf, also echt Fehlkauf. Wer, für wen Dark Souls zu leicht ist, der kauft sich dieses Spiel, sagt, toll.
Das ist frustrierend wie die Hölle. Also ich mag schwere Spiele. Ja, schwer darf sein. Aber das ist frustrierend schwer. Also richtig, richtig bockenbocken schwer. Ja, also schwer ist untertrieben. Das erste, also ganz grob, man steht auf, ist irgendwie so eine Art Zombie, rennt dann rum, hey, schlachtet andere Zombies ab. Und jetzt, wenn man stirbt, fängt man von vorne an. Man hat keinen Speicherpunkt, sondern man fängt immer von vorne an. Und gefühlt habe ich dieses erste Level schon 400 Mal gesehen. Ja, diesen ersten Abschnitt. Ich habe so einen Hals, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe das Ding an die Wand geschmissen und habe gesagt, nein, ist nicht, weg mit. Ich habe es nicht durchgespielt, es ist zu frustrierend schwer. So, dann das nächste Spiel, das ich im Moment spiele, ist Axiom Verge. Ich hoffe, man kann das jetzt gut erkennen. Axiom Verge, auch für die Switch mir gegönnt. Ein mega geiles Spiel. Daumen hoch, wer ein Spiel gerade sucht auf die Switch, und weil es gerade ein bisschen Flaute gibt, besorgt euch dieses Spiel, gibt gefunden, circa 20, 30 Euro. Ist eine Art Metroid. Eine Art, also ist wie Metroid, spielt sich so Super Nintendo Metroid. Aber ein hammergeiler Techno-Soundtrack. Leute, die mich schon länger gucken, wissen, ich hasse Techno. Ich kann mit Techno eigentlich nicht viel anfangen. Ich höre vielleicht mal ein Lied und das war's. Aber dieser Soundtrack, mega geil. Mit meiner neuen Soundanlage. Alter, dieser Bass, übel geil, übel. Und dann, oh, das hat einen relativ hohen Schwierigkeitsgrad, also relativ. Und es macht dann richtig, richtig Laune, weil es hat halt diesen Metroid-Stil von links nach rechts laufen, wiederkommen, wieder was holen, was Neues kriegen, weiterkommen und so weiter. Und dann halt diese Musik. 90% vom Spiel, würde ich sagen, ist die Musik. Mega, hört es euch mal rein, ich schreibe es nochmal rein, wie es heißt. Das heißt Axiom Verge mit zwei X, nee, mit einem X, Axiom Verge. Mega geiles Spiel für die Switch, absolut empfehlenswert. So, dann, wenn ihr heute bei mir dabei wart im Stream, oh, ich hoffe, dass es jetzt klappt, alles mit dem Hochladen, habe ich mir gegönnt Peach Ball Pengan San Ran Kagura. Ich habe keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt, das heißt nämlich nur Peach Ball. Der perverse Flipper. Ich werde davon auch nochmal ein einzelnes Video hochladen von Peach Ball. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, so sieht das Ganze von hinten aus. Ja, habe ich mir extra aus Japan importieren lassen. Ich werde wahrscheinlich einer der wenigen sein in Europa, die dieses Spiel überhaupt besitzen. Es war nämlich sehr schnell ausverkauft, war eine limitierte Auflage. Mega geil. Wer mehr über das Spiel wissen will, der soll sich einfach mein Video anschauen. Ich werde es dann demnächst hochladen, hoffe ich doch, so schnell als möglich. Ja. So, was gab es noch Neues bei mir? Ihr wisst, ich war mit meinem Flipper ja mal in der Zeitung und habe hier baut Hobby, technisch das und das. Und da habe ich mir gedacht, wie schaut es denn aus? Schreibst du einfach mal Sendung mit der Maus an, Galileo an, Abenteuerleben an und wie sie alle heißen. Vielleicht wollen sie auch mal über dich berichten. Es wurde von allen eigentlich abgeschmettert. So nach dem Motto, oh, langweilig, du hast ja nur ein Gerät. Auch wenn du es selber baut hast, ja, langweilig. Ja, okay, schade. Wer weiß, vielleicht kommt es ja irgendwann mal doch ins Fernsehen. Aber ein Sender wollte, dass ich mich noch mal vorstelle für ein anderes Thema. Das heißt, ich werde vielleicht demnächst im Fernsehen sein. Vielleicht. Mal schauen. Dann, wenn wir es gerade haben mit Fernsehen sein, ihr habt vielleicht mein anderes Video gesehen. Mein Flipper wurde auf Radioseite von der 107.7 so beworben mit die coolsten Männerspielzeuge. Was habt ihr? Und dann kamen diese Videos halt rein. Fand ich cool, dass sie dann mit mir das gefragt haben. So nach dem Motto, macht das mal mit uns. Ja. So, was war noch im Januar und Februar, so bis jetzt. Ich war mit meiner Tochter schwimmen. Voll, voll geil. Wir waren hier bei uns im örtlichen Schwimmbad, im Hallenbad. Mega geil. Ja, man hat diese Schwimmpampers da anzogen, ja, dann abgeht rein in das Babybecken. Ey, meine Tochter voll geil. Hinter dran. Ist so geil. Ich habe so gefeiert. Wir waren fast 2 Stunden dann da in diesem heißen Wasser und dann danach ein bisschen draußen guckt und so. Voll geil. Aber die Blicke. Wie, der ist mit seinem Papa da, wo ist die Mama? Dabei war die Mama bloß auf dem Klo, ja. Also, ja, aber die Blicke zum Teil, mega, ja, dämlich. Aber es war richtig, richtig geil. Ich war so ein schöner Mittag, ich war so, so glücklich den ganzen Tag über danach. Ja, mega geil. War richtig geiler Mittag, hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Und es war, ich sag mal, es waren keine 10 Euro. Ich hatte danach den ganzen Tag ein Grinsen auf der Backe. Würde ich sofort wieder machen, ja. Also das. Das hat mir letztes hier, ich weiß gar nicht, irgendeine Diskussion, Freizeit muss nicht teuer sein. Und dann, oh, doch, wenn du ein bisschen Freizeit was machst, das kostet immer Geld und sowas.
Ja, es kommt immer drauf an, was du machst. Ja, also es wie zum Beispiel das Schwimmbad gehen, je nachdem, wie viele Leute ihr ins Schwimmbad geht oder wie viel und wohin. Jetzt bei uns im örtlichen Schwimmbad kostet es, glaube ich, pro Erwachsenen 3,50 €. Meine Tochter zahlt im Moment noch nichts, da sie noch zu klein ist. Ja, das fand ich mir als fair. Klar, das ist kein Riesenschwimmbad. Ja, das ist halt ein Becken, ein Außenbecken im Moment. Ja, fand ich absolut okay. Da gibt es andere bei uns in der Gegend, als beispielsweise in Stuttgart. Da hätte ich gezahlt, ich glaube, 7 € pro Person. Also jeder Erwachsene 7 €, meine Tochter auch schon 2. Da hätte ich mir das schon wieder überlegt, würde ich da hingehen. Ja, also das, die Relation. Ja, oder andere Aktivitäten, wo wir jetzt mit Kindern machen. Ganz klassisch einen Spielplatz gehen. Es kostet euch nichts außer Zeit mit euren Kindern. Geht. Klar, meine Tochter ist jetzt noch zu klein, ich sag kann, hey, wir gehen auf den Spielplatz, das kommt noch. Ja, aber als Beispiel, kostet euch gar nichts, außer Zeit. Ja, und es gibt schöne Spielplätze, also es kommt darauf an, wo ihr wohnt. Bei uns in der Gegend, wir haben ja mindestens 3 Spielplätze, ein Abenteuerspielplatz für größere Kinder, also größer, dann auch für kleine Kinder und. Also, ich, ja. Oder für Erwachsene, ja. Wir haben es letztes gehabt, wir waren jetzt wieder beim Freddy in Freddys Pinballparadies. Mega, mega geil. Ich habe da ein Video gemacht, habt ihr vielleicht gesehen. 170 Flippers, das war für mich ein Traumtag, ja, mal wieder. Hat Eintritt gekostet 20 €. Wir waren noch essen, sagen wir nochmal 20 €. Sprit haben wir geteilt, 20 € sind 60 € für den ganzen Tag. Also ich war echt mit Essen, mit Trinken, mit Fahrtkosten, Eintritt und. Ich war von mittags, glaube ich, 12 Uhr bis nachts um, ich war schon halb 5 morgens wieder zu Hause. Absolut, sag mal, in Ordnung für einen erwachsenen Menschen. Pff, ja, wäre es vielleicht nochmal eine mitkam, dann wäre es halt 40 € mehr gewesen, wären es 100 € für 2 Personen gewesen für den ganzen Tag. Ja, es ist halt ein Hobby, das kostet ein bisschen Geld. Ja, es gibt andere Hobbys, die kosten mehr, es gibt andere Hobbys, die kosten weniger. Wir nehmen ein gutes Beispiel: Jemand geht gern auf Konzerte, da kostet Eintritt auch mal locker 40, 50 €. Ja, und dann habt ihr auch so gleich ein teures Hobby, sage ich mal. Eintritt zahlen ist gerade ein gutes Ding, was wir gerade haben. Ich war mit meiner Frau noch bei Ingmar Stadelmann, einem Kabarettisten hier im Theaterhaus in Stuttgart. Ey, ich habe mich bepisst vor Lachen. So ein geiler Typ. Fing an hier mit der Unterschied zwischen Stuttgart-Bus fahren und Berlin-Bus fahren. Ja, in Stuttgart, da hält der Busfahrer noch, wenn einer andere hinterherläuft. In Berlin tut er noch Gas geben und sowas. Super lustiger Typ. Wenn er bei euch in die Gegend kommt, schaut ihn euch an. Ingmar Stadelmann, super, super Komiker. Kabarettist, Komiker, wie auch immer. So, was gibt's noch Neues? Jetzt bin ich, glaube ich, so langsam am Ende. So langsam. Ja. Ich werde wahrscheinlich alles wieder vergessen haben. Der Rest werde ich euch dann beim nächsten Mal erzählen. Falls ihr Fragen habt oder irgendwas von mir wissen wollt, schreibt mich an, wie auch immer. Ja, ich werde demnächst mal wieder Videos machen. Vielleicht ein bisschen mehr. Ich werde in Zukunft Videos anders machen. Ich werde einfach Videos machen, wie ich Bock drauf habe. Vom optischen Stil her, visuellen Stil und was weiß ich was. Ich werde anfangen wieder zu schneiden, wie blöd. Ich werde einfach ganz klassisch, wie ich es früher gemacht habe, einfach hinhocken, schwätzen, labern, hat sich. Ja, ich habe gar keinen Bock mehr, wirklich so großartige Videos zu machen mit Schnitt und Cell und jenem. Nö, solche Videos wie jetzt wird es vielleicht wieder öfters geben. Wer weiß, je nachdem, wie mir das Ganze hier zulässt. Naja, auf jeden Fall, ich mache es mal Schluss. Ich wünsche euch was. Ich bin raus. Bis dann. Ciao, ciao.